Oh, ein neuer Tag beginnt und was ein sonniger Tag heute ist. Heute ist doch der perfekte Tag, um meinen Ex-Freund Lami zu treffen. Und ich werde heute versuchen, ihn zu küssen. Ihr habt richtig gehört. Ich werde heute versuchen, meinen Ex-Freund Lami zu küssen. Aber Freunde, ich weiß noch nicht, wie ich ihn aus diesem Haus rauslocken kann. Irgendeine Taktik muss es doch geben. Moment mal. Hey, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Weißt du vielleicht, ob Lami einen besten Freund hat? Lami, ja natürlich. Ich bin Lamis bester Freund. Was jetzt wirklich? Das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Kannst du mir vielleicht die Wahrheit sagen? Ja, das war doch nur ein Spaß. Lami hat einen besten Freund und der heißt Lix. Der wohnt genau gegenüber von ihm. Oh, alles klar. Lix heißt er also. Na gut, dann danke ich dir. Tschüss. Du bist wirklich sehr, sehr schön. Danke dir. Oh, das nehme ich als Kompliment an. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, wie findet ihr mich? Findet ihr mich hübsch oder findet ihr, dass ich irgendwie ein bisschen komisch aussehe? Schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Aber Leute, ich habe schon die Idee, wie ich Lami rauslocken kann. Und zwar habe ich hier ein Buch und ich werde einfach im Namen von Lix schreiben, dass er zum Strand gehen soll. Und dann wird er zum Strand gehen hoffentlich, also der kleine Lami. Und dann wird er natürlich Lix erwarten, aber dann werde ich da sein. Oh ja, und endlich kann ich dann mit meinem Ex-Freund Lami reden. Und am besten Fall gebe ich ihm dann direkt einen Kuss auf den Mund. Oh ja, ihr freut euch doch auch bestimmt, oder? Deswegen lasst alle einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ich schreibe jetzt den Brief, tue ihn in seinen Briefkasten und verschwinde direkt zum Strand. Und los geht's. Du bleib stehen, Lami, ich bekomme dich. Oh, du bekommst mich niemals. Ich bin der Beste in Versteckenfang. Oh Gott, ich bin in der Sackgasse. Ich komme nicht raus, Papa. Was machst du denn da unten, kleiner Leo? Oh, ich stecke hier fest im Teich. Oh, tja, kleiner Leo. Dann würde ich sagen, habe ich diese Runde Fang gewonnen. Oh, ist ja gut. Aber, Papa, wie wär's, wenn wir nochmal Videospiele spielen? Videospiele? Ich glaube, wir haben jetzt heute genug gespielt. Ich glaube, Leo, ich leg mich jetzt erstmal aufs Ohr. Oh, Manu, du Langweiler. Oh, es hat geklingelt. Oh, aber wer ist das denn jetzt? Moment mal. Dann gucken wir mal. Und hier ist niemand, Leo. Oh, was? Es ist keiner da? Das ist ganz, ganz komisch. Vielleicht ein Klingelstreich oder sowas. Hallo? Oh. Die Fahne ist oben und wir haben einen Brief bekommen. Oh, lies vor, Papa. Alles klar, dann lese ich mal vor. Und hey, Lami, ich bin's, Lix. Aber warum schreibt mir denn Lix einen Brief? Oh, lies jetzt weiter vor. Oh, ist ja gut. Okay, ich muss dringend mit dir am Strand über ein paar Dinge reden. Komm einfach so schnell wie möglich alleine zum Strand. Liebe Grüße. Dein Lix, das ist total komisch. Warum schreibt er mir denn einen Brief? Oh, vielleicht ist er verliebt in dich. Ach, Leo, du hast genug geredet. Geh einfach nach Hause und spiel Videospiele oder so. Oh, alles klar, das kann ich ganz, ganz gut. Oh Mann, ey, du kleiner Quatschkopf, dann bis später. Bis später. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, worüber Lix mit mir reden will. Ich glaube, wir haben uns auch lange nicht mehr gehört, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber, hey Freunde, ich bin Lami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und schreibt noch ein nettes Kommentar. Und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auch auf jeden Fall in der Lami Army. Oh ja, und Freunde, schreibt ihr mal jetzt noch ganz schnell in die Kommentare, was denkt ihr, worüber will Lix mit mir reden? Das ist total komisch. Eigentlich, wenn Lix mit mir reden will, dann klingelt er bei mir und redet mit mir, aber einen Brief zu schreiben, das ist total seltsam. Aber Freunde, ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Strand, mal gucken, was er da macht und Lix, wo bist du? Oh Gott, der Freizeitpark sieht heute so cool aus. Vielleicht kann ich ja mit Lix gleich zum Freizeitpark und hallo? Lix, ich bin beim Strand. Oh, da bist du ja endlich, mein Schatzilein.
Moment mal, Alina, was suchst du denn hier? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Den Brief habe ich geschrieben, du Dummerchen. Moment mal, diesen Brief hier. Moment mal, aber was suchst du denn hier in der Stadt, Alina? Wir sind doch nicht mehr zusammen. Du bist meine Ex-Freundin und ich bin dein Ex-Freund und wir gehören nicht mehr zusammen, Alina. Oh, sag doch sowas nicht. Ich weiß doch ganz genau, du hast bestimmt auch noch ein paar Gefühle für mich, stimmt es? Nein, Alina, das stimmt so nicht. Ich bin mit Emily zusammen und wir haben zwei Kinder, einmal Leo und Lea. Naja, Lami, vielleicht können wir beide ja noch ein drittes Kind machen und dann nennen wir das einfach Luna oder Lukas. Wie klingt das denn? Moment mal, wo denkst du denn jetzt hin, Alina? Das ist total gruselig. Eigentlich, Alina, darf ich auch gar nicht hier mit dir sein. Wenn Emily das sehen sollte, oh Gott, dann wird die ausrasten. Alina, ich habe keine Lust auf diesen Stress. Oh, komm schon näher und hey, hast du mich gerade auf den Mund geküsst? Oh ja, genau wie in alten Zeiten. Weißt du noch, als wir damals im Urlaub waren, da haben wir uns kennengelernt und da haben wir so viel rumgeknutscht. Hey, hör auf damit, Alina. Du darfst das nicht machen. Oh, komm schon her, Lami. Jetzt trau dich doch mal. Moment mal, wo willst du denn hin? Oh Gott, ich komme hier nicht weiter. Hier ist abgesperrt. Oh nein. Oh. Na gut, aber ich würde sagen, ich habe dich heute genug abgeknutscht. Vielleicht treffen wir uns morgen wieder und dann können wir ja mal einen Kaffee trinken gehen, Lami. Ein Kaffee trinken? Ich glaube nicht, Alina. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Ciao. Oh, na gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Schatzi. Hör auf, mich so zu nennen. Oh Mann, Leute. Das war ja mal wirklich ein Schuss in den Ofen, ey. Alina, also meine Ex-Freundin, hat mich einfach zweimal geküsst. Oh Gott. Wenn Emily das erfährt, dann wird die komplett ausrasten. Ich glaube, Emily würde nicht nur sauer sein, sondern auch total traurig, ey. Oh nein. Das darf die niemals wissen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause und tu so, als ob nichts passiert ist. So, einmal wieder nach Hause gehen und ich würde sagen, ich spiele einfach mit Leo Videospiele. Und da bin ich. Papa, ich glaube, du musst mir etwas erklären. Warte mal, was denn? Oh, du weißt ganz genau, worum es geht. Worum geht es denn, Leo? Oh, tu jetzt nicht so doof. Ich hab alles mit meinen eigenen Augen gesehen. Warte mal, was meinst du, Leo? Bitte, ich hab doch gar nichts gemacht. Bitte sag nix, Emily. Warte mal, warum denn Emily? Ich meine, du hast meine Konsole geklaut. Wo ist die? Ich hab doch ganz genau gesehen, dass du meine Konsole geklaut hast. Ganz genau, deine Konsole, die ist oben in meinem Schrank, Leo. Kein Grund zur Sorge. Oh, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Und sag mal, warum bist du denn so nervös, Lami? Nervös? Ich und nervös? Das stimmt doch gar nicht. Ich bin einfach nur ein bisschen erschöpft. Oh Mann, Freunde, was war das denn für ein Tag? Meine Ex-Freundin Alina ist in die Stadt gekommen und jetzt hat sie mich sogar geküsst. Das ist gar nicht gut. Sie soll einfach nur aus dieser Stadt verschwinden. Aber Freunde, was sagt ihr dazu? Schreibt mal eure Meinung einfach in die Kommentare. Was hättet ihr in meiner Situation getan? Schreibt es mal in die Kommentare, dann könnt ihr mir ja vielleicht helfen. Ich bin gerade wirklich in einer brenzligen Situation. Also Lami Army, schreibt eure Meinung in die Kommentare und gebt mir auf jeden Fall ein paar Tipps und dann weiß ich auf jeden Fall auch, was ich zu tun habe. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Schreibt wie gesagt einen Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder und ansonsten könnt ihr jetzt die letzten zwei Videos abchecken und das letzte Video mit der Ex-Freundin Alina noch, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und ciao!